Hallo Leute und willkommen zurück zu Jurassic Park The Game, während Dr. Sorkin hier im Hintergrund redet. Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Von innen verschlossen. Okay. Sie hören mir nicht zu. Dann gehen wir doch mal rüber. Vielleicht kann ja Jazz irgendwas sehen. Huhu, guten Tag. Wir sind auch wieder da. Na, das findet sie bestimmt total toll, dass wir jetzt auch wieder da sind. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Oh Gott, was jetzt? Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Dazu haben sie kein Recht. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Tun Sie etwas. Was passiert dann? Billy, wird Ingen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht Ingen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Aha. Muss sie das also? Das ist doch verrückt. Gut. Verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Andere Möglichkeiten. Was haben Sie gesagt? Hören Sie auf Sie, Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Die dreht ein bisschen ab, die Gute. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Oh oh. Was hat die denn jetzt vor? Oh nein. Plan B. Toll, schnapp dir die Axt. Okay. Inside Cooper. Ethik Teil 1 abgeschlossen.
Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Ah! Oh mein Gott. Selbst schuld. Raus aus dem Wasser! War's das jetzt mit ihr? Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet, zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Was hat er jetzt vor? Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Krass, dass die Dr. Sorkin einfach mal so eben weggeschnappt wurde. Das ist weit genug. Ich habe mir ihren Tod fast dramatischer noch vorgestellt. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Will Nima das denn überhaupt? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal war nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel gesmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind Sie Ihnen so egal? Das Jess dreht ab. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Schnell weg! Ja, wie doof bist du denn? Mann, verdammt! Oh, shit. Oh, oh, shit. Steh auf! Oh nein! Ja, voll gegen ran. Achso, dann sterben alle, weil ich es verkackt habe mal wieder. Ja, okay. Da. Hey, du auch! Oh. Was hat die denn gemacht? Achso, gewunken. Sterben wieder alle? Ja, es sterben wieder alle. Hier sehen wir mal wieder die verschiedenen Todesarten.
Yeah, alle haben es geschafft. Bam. Na toll. Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Jodel hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Nein. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ja, ablenken. Besser als ersticken, überlegen oder? Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Da würde ich aber sofort mir die Klamotten anziehen und nicht so darauf warten, bis das Wasser langsam steigt. Weil es steigt ja doch relativ schnell gerade. Aber ist okay, lasst euch Zeit. Kein Problem. Oh, bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Mams neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Okay. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will's nicht rausfinden, Dad. Ich würde es auch nicht rausfinden wollen. So, was ist, was mit mir? Ich bin sofort wieder da. Genau, hau mal erstmal ab. Fütterungsprogramm. Was finden wir hier so? Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Vielleicht können wir den irgendwie ablenken mit Futter. Ja, wann haben die überhaupt das letzte Mal Futter bekommen, wenn hier alles stillgelegt ist gerade? Das wird den erstmal beschäftigen. Die haben Fische da drinne. Schön. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Da musst du aber. Du schaffst das nein, schon. Nein, was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Ja, es ersticken aber sonst alle. Warum versteht das denn keine? Manu, das Wasser kommt da rein und die können irgendwo hin. Ich hab dich lieb. Schau mich an, Liebes. Du hattest völlig recht. Ich vertraue dir viel zu wenig und gebe dir keine Chance mehr, was Positives zu beweisen. Doch hier und jetzt hast du mehr als genug getan, um dir dieses Vertrauen zu verdienen. Ich weiß, du bist zu großem fähig. Ich vertraue dir, Jess. Ich weiß, du kannst das. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. So viel Angst wie damals, als du zufällig in Onkel Wallace' Zimmer gelaufen bist, als er seine Nase gewaschen hat? Das war so eklig. Ich wusste ja nicht, dass das eine Prothese ist. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, yeah. Wie funktionieren diese Dinger? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus.
Okay. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Ja, ich hätte da auch ein bisschen Schiss. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um. Sie kennt sich aus, anscheinend. Ihr muss man nichts erklären. Ich kann das alles, kein Problem. Jetzt wird's spannend. Schon mal verkackt. Na toll. Finde den Anschluss. Noch nie getaucht, dafür machen die das doch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber mein Gott. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Oh nein, wo zwängt sie sich denn durch? Wenn sie da nicht mal durchpasst, wie passt er dann da durch? Und sie macht voll den Lärm gerade. Ja, mach noch mehr Lärm. War so klar. Oh oh. Oh oh. Das schafft die doch nie. Würde da doch voll nochmal gegenhauen, oder? Das ist dem doch gar keine... Okay, er kommt wieder. Ich nehme alles zurück. Und guckt er jetzt nach? Der guckt doch bestimmt nach. Da ist er ja schon. Oh mein Gott. Die Arme. Kann doch nicht sein, dass die schneller sind als der Dings, der Mino irgendwas. Ich hab
habe extra gewartet, dass er nicht guckt. Nein, wir können nicht. Das jetzt selber beschädigt, weil ich dagegen geschossen habe, oder? Ist nicht schlimm, glaube ich, ne? War nur unten das Gitter, hoffentlich. Oh, fließt jetzt Sauerstoff durch, habe ich gegen geschossen, explodiert das alles. Bestimmt.